Teil 2 der Syndikat und automatisch Teil 2 der Story-Aufgaben ist jetzt online und jetzt geht es darum, einen Krieg zwischen den Syndikaten zu verhindern. Deswegen müssen wir zuerst ein Arcade-Spiel in verfallene Tanke oder Schubstelle abschließen bzw. gewinnen. Einmal ist es hier möglich und an dieser Stelle. Das wird für euch markiert und ihr müsst das quasi hacken und das X zu dem Kreis bringen. Aber ich werde das ganz kurz mal für euch zeigen. Habe ich ja schon im letzten Herausforderungsvideo gezeigt über diese Syndikataufträge. Also wenn ihr hier seid, geht ihr zu diesem Arcade-Spiel und versucht den Kreis zum X zu bekommen. Nochmal rechts, einmal nach oben, zweimal rechts, zweimal unten und einmal links. Wenn wir die Syndikate vereinen, fangen wir dann mit den Flusswächtern an? Du willst doch nur ihre Katanas schwingen. Ich will ein Schwert, Alter. Greif Übungsattrappen mit einem Katana an. Wir sorgen dafür, dass sie es sehen. Der zweite von 6 Aufträgen lautet: Eliminiere Gegner mit der kinetischen Klinge. Und diese kinetischen Klingen könnt ihr ja an 6 unterschiedlichen, beziehungsweise 5 unterschiedlichen Stellen finden. Oder auch zum Beispiel bei Kenjutsu Crossing. Das sind aber diese 1 gegen 1 Kämpfe, wo man sie hundertprozentig finden kann. Es sieht zwar gut aus, aber nun müssen wir den Fuchsclan überzeugen und ihren Respekt bekommen. Also das machen wir, indem wir mindestens eine epische Waffe in unserem Inventar haben und damit 3 Sturmphasen überleben. Offenbar findet der Fuchsclan unseren Helden hier richtig toll. Sie werden sich mit den Flusswächtern treffen. Wir haben zwar den Rest des Dialogs nicht gehört, aber Fana hat allgemein so gesagt, dass wir jetzt ein Abendessen zwischen den Syndikaten arrangieren sollen, indem wir einen Eroberungspunkt einnehmen. Und es ist wirklich egal, an welchem benannten Ort ihr das macht, wo sich dann alle Syndikate noch einmal treffen werden. Eroberungspunkt gesichert. Ich schicke unsere paranoiden, schießwütigen Gäste hin. Alles klar. Unser Held sollte sich dort vorsichtshalber aus dem Staub machen. Nun müssen wir noch 2 letzte Aufgaben abschließen. Eines davon bezieht sich auf ein Arcade-Spiel in Breakwater Bay oder bei Annual Square. Tja, alle haben die Nerven behalten. Niemand hat die Waffen gezückt. Beide Seiten haben vernünftig miteinander geredet. Gute Arbeit. Die Hälfte wäre geschafft. Aber entspann dich nicht zu sehr. In der Küche wird's jetzt geschäftig. Bestellungen gehen ein. Versprechen werden gegeben. Am Esstisch droht das Chaos überzukochen. Aber wenn wir dem Druck standhalten können, wird etwas Wundervolles entstehen. Ich melde mich bald. Kontaktiere bis dahin unsere neuen Verbündeten. Und wahre den Frieden, Held. Und diese neuen Verbündeten sind einmal Stray vom Fuchsclan und Mizuki von den Flusswächtern. Beim Abschluss dieser Herausforderung bekommt ihr noch ein kostenloses Emoticon. Stray befindet sich in Mega City auf einem Gebäude und Mizuki neben The Citadel bei diesem Schloss. Mizuki würde in dem Falle sagen: Wirklich beeindruckend, dass du den Fuchsclan überzeugen konntest, sich mit uns zu treffen. Die Flusswächter nehmen das Bündnisangebot des Friedenssyndikats an. Ja, und somit haben wir ein kostenloses Emoticon bekommen und die dieswöchigen Story-Aufgaben erledigt. Der nächste Teil sollte nächste Woche online kommen. Ich weiß nicht, ob die Story-Aufgaben darunter zählen, ist aber gut möglich, da wir mit dem nächsten Update, Version 24.20, automatisch auch den nächsten Teil bekommen könnten. Aber ich hoffe allgemein, dass ich euch helfen konnte. Wenn ja, lasst gerne einen Like da. Ansonsten bis zum nächsten Video, Freunde. Abo nicht vergessen und ciao.